Ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Ziegenpfad, den wir nehmen können. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Naja, diese Achterbahnen sind noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Du solltest dich nicht zu früh freuen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen. Ja, aber das ist der Notfallhebel. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Schiene. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Schiene zu bekommen. Hey, Dad! Wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Beweg das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. So suchen Sie also die Wagen aus. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay. Und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Hier ist nichts. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Ich brauche was, womit ich sie einschlagen kann. Sollte ich reinkommen. Super! Okay, ich kann reingreifen. Wonach muss ich?
muss ich suchen? Da sind zwei große Schalter drin, Jess. Aber so kommst du wahrscheinlich nicht ran. Ich muss irgendwie an diesen Türen vorbei. Hey, der Kran scheint zu funktionieren. Gut, dann benutzen Sie ihn. Vorsichtig, Jess. Was hast du mit dem Haken vor? Hey, Dad, wie wär's, wenn wir den Kran komplett ausfahren und von oben Bungee springen? Das glaube ich nicht. Hast du diesmal einen besseren Plan für den Haken? Ich habe einen Plan. Sehet und staunet. Okay, Dad, du bist dran. Alle zurücktreten. Super! Okay, schon mal einer. Willkommen im Knochenrüttler! Sieht aus, als hätten wir Strom. Boah, cool! Okay, komm zurück. Was ist das da? Ich weiß nicht, Raubsaurier. Zum Glück sind sie zu weit weg, um zu erkennen, was für welche es sind. Aber kein T-Rex, oder? Definitiv kein T-Rex. Okay, das hier sind die Hauptschalter für die Achterbahn. Von hier aus sollte ich den Wartungsmodus einschalten können. Und damit alles funktioniert, brauchen wir auf der Ladeschiene drei Wagen in der richtigen Reihenfolge. Sie bleiben hier. Ihre Tochter und ich schaffen die Wagen auf die Schiene. Die Achterbahn startet erst, wenn alle drei Wagen richtig auf der Schiene stehen. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. So sollte es funktionieren. Die Achterbahn sollte uns am Wartungsausgang rauslassen, statt die normale Strecke zu fahren. Das Gerüst muss von der Schiene runter. Ja, klar. Das Gerüst bewegt sich kein Stück. Es sei denn, Sie sind sehr viel stärker, als Sie aussehen. Einfach schieben! Ich kann nicht. Schieben Sie doch. Was ist denn hiermit? Können wir den gebrauchen? Häng ihn ins Gerüst ein, dann können wir es mit dem Kran von den Schienen heben. Zurück, Jess! Es passt.
passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Okay, das ist echt ziemlich cool. Passen keine Wagen auf die Schiene. Ich muss erst welche runterbekommen. Ich glaub's ist richtig. Hey, alle Wagen auf der Ladeszene. Jetzt sind Sie dran. Was wollen Sie tun, wenn das Rettungsteam auftaucht? Was? Na, die haben den Lärm bestimmt gehört. Über das Rettungsteam machen wir uns später Gedanken. Gut, die Wagen stehen richtig auf der Schiene. Wir dürften jetzt startklar sein. Wow. So, das wär's. Die Achterbahn ist im Wartungsmodus und hoffentlich sicher. Sie wird langsam fahren. Na los, je schneller wir an der Küste sind, umso schneller ist das hier vorbei. Festhalten. Das wird eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren?
Wir sind in Sicherheit. Raus, raus hier sofort! Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Herrerasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Decaf! Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weggehen. U121, hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Denk nicht mal dran. Dennis. Und sie klemmt. Oscar! Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kiffs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie! Die Kiff wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall! Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Billy! Hörst du das? Wir haben die Bravo schon verloren und... Billy! Wir hauen nicht ohne die Gefahr. Ich lasse nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Rein in den Heli, sofort! Saft. Bin dran. Versuch's jetzt. Die Batterie reagiert nicht. Nimm eine andere. Hast du das gesehen, Oscar? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach schneller! Ich muss die andere erst aus dem Hubschrauber nehmen.
hier weg! Und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Versuch's jetzt!